Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Astrolords. Ich habe heute Morgen eigentlich die Folge schon mal aufgenommen, aber irgendwie habe ich sie aus Versehen wieder gelöscht. Deswegen werde ich jetzt nochmal alles sagen, was ich vorhin gesagt habe. Also, ich hatte eine kleine Erklärung gemacht, wo was ist. Hier kann man Musik an- und ausmachen. Hier ist die Einstellung, Setting, Musik, Lautstärke, Grafik und In-Game. Kannst du ändern. Akzeptieren und hier sind halt Support und die anderen Sachen. Wen das interessiert, kann sich das ja durchlesen. Hier vorne haben wir so einen kleinen Button, das ist so eine Art Wikipedia für Astrolord. Hier haben wir das Profil und da habe ich mein Bild geändert gehabt. Mit Linksklick kann man draufdrücken und ja. Mit Linksklick kann man hier oben drauf drücken. Da sieht man die Fraktion. Ich bin in der Fraktion Kämpfer. Ich bin befreundet mit der Fraktion Arbeiter. Dann gibt es noch die Fraktion, also die feindlichen Fraktionen Piraten, Ingenieure und Wissenschaftler. Genau. Dann gibt es noch eine Fraktion, das ist die Kaufhändler. Die sind hier jetzt nicht dabei, weil ich mit denen nicht verbündet, weder noch verfeindet bin. So. Hier sind mein Inventar. Inventar leer, bis auf diese Karte, die ich benutzt habe, weil ich angegriffen wurde. Das sieht man hier vorne. Und wo ich natürlich verloren habe, weil ich bin gerade mal Level 6 und der mich angegriffen hatte, war Level 35. Hier ist die Bildauswahl, die man sich aussuchen kann für seinen Charakter. Premium hat noch mal ein paar andere, aber ich habe keinen Premium-Account. Deswegen nur das. Die Seite und die Seite. Da kannst du Change Avatar, genau. Dann bin ich jetzt auf Account Setting gegangen. Da kannst du noch mal das gleiche machen wie gerade. Das Bild aussuchen. Warum sie das zweimal gemacht haben, keine Ahnung. Hier kannst du den Namen von deinem Typen ändern. Ich habe den Stefan Red Dog genannt. Gehen allerdings nur 12 Buchstaben. Also Stefan-Red Dog ging nicht oder Unterstrich. Deswegen Stefan Red Dog. Hier kann man sich die Kämpfe anschauen. Oh. Ich kann mir auch meinen Kampf anschauen, den ich verloren habe. Den möchte ich mir mal anschauen. Ah. Okay. Man sieht nur, wie man verloren hat. Super. Der hat mir sehr viel Geld geklaut. Der hat mir Ressourcen geklaut gehabt. Also nicht alles, nur ein bisschen. Aber immerhin. Da kann man es bestimmt sehen, oder? Das ist der Gegner. Und das ist meiner Red Eyes. Ich war nicht da, ich war auf Arbeit, deswegen konnte ich da selber nicht kämpfen. Aber das scheint nicht allzu schlecht zu schießen. Ja, okay, ich habe sowieso keine Chance gegen den, weil, guck mal, der 1185 Leben. Ich habe hier nur 100 Leben, hier mit den 1000 Leben. Oh, doppelte Geschwindigkeit, ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. 14 Minuten dauert der Kampf, boah. Und 8-fache Geschwindigkeit. Wo schießt denn der mit den Laser hin? Der verballert alles, was ich drin hatte. Ich dachte, er hätte mir das geklaut. Jetzt sehe ich, der hat alles verballert. Nur nicht mal richtig getroffen. Acht Leben noch. Ich habe den aber auch doch ganz schön viel abgezogen. Oder mein Mitspieler. Mitspieler meinen.
wird heiß. Ich hab meine Basis zerstört. Ah, er braucht nur meine Basis zerstört. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Wenn ich sowas wieder habe. Okay. Und das war halt der Kampf. Gut, dann habe ich den jetzt auch gesehen. Kreative Clan, da kannst halt deinen Clan, einen eigenen Clan erstellen, hier den Namen eingeben, da das Cover aussuchen. Ich habe nur den einen freigeschaltet und hier halt das Motto. Dann halt kreativ. Created. Und auf Exit verlässt das Spiel. So, das war jetzt zum Profil. Dann haben wir hier Service. Bei Service, da kannst du dir deinen Premium-Account holen. Für einen Monat 600. Für drei Monate 1600. Und für ein Jahr 4000. Und ich kann mal kurz schauen, wie teuer einer ist. Das zeige ich euch sofort. Das dauert doch ganz schön lange, die Internetseite heute. Aha. 1000 waren 20 Euro. Diese Seite wieder schließen. Hallo? Ach, geht doch. Und das Spiel öffnen. Also, und das wären dann 80 Euro, wenn du ein Jahr das Spiel spielen willst. Als Premium-Spieler. Dann bei Global gehen wir hier auf Show All. Wollen alles sehen. Und das ist hier. Da kannst du zum Beispiel deine Freundesliste erweitern oder halt alles mögliche. Allianz kannst du erweitern, Chat, mit wie viele Leute du chatten willst, kannst du erweitern, Karten kannst du hier irgendwie erweitern. Das kannst du erweitern und das bleibt dann halt immer bei dir. Auf Lokal, das ist immer nur eine bestimmte Zeit. Am Anfang hatte ich hier den Special Dingensbummens hier, damit ich schneller meine Erfindungen durchkriege, um 50% erhöht. Jetzt habe ich das hier mit dem Radar, dass ich nicht so schnell erkannt werde. Jo. Das hierzu, da gibt es natürlich noch andere Sachen. Automatisch reparieren und so weiter und so fort. Ja, dann kommen wir hier zum Geld. Mein Credit. Dafür kann ich Sachen kaufen. Dann habe ich hier, wie ist das? Tritium. Hier Tritium. Wenn ich Tritium habe, kann ich das in Deuterium umwandeln. Also mit Tritium selber kann ich bislang noch nichts anfangen. Ich müsste das immer in Deuterium umwandeln. Und Deuterium ist ja das, was man mit richtigem Geld bezahlt. Oder was halt durch Questen manchmal kriegst. Da werde ich gleich auch was zeigen. Dann haben wir hier den Store, da kannst du Sachen kaufen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt hier die Erze kaufen. Erze sind immer ganz wichtig bei dem Spiel. Aber allerdings, ja, ich weiß nicht. Ich brauche Erze und ich brauche das Geld. Das Geld kriege ich, wenn ich PvP-Runden mache. Und Erze brauche ich, um mein Schiff zu reparieren. Oder besser gesagt, um das Schiff zu reparieren, brauche ich diese hier. Die Mini-Roboter. Ja. Und ihr seht, ich habe hier 342 Deuterium in den Store drinne, aber ich kann mit denen nichts einkaufen. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich weiß nicht, warum die da drinne sind. Ich denke mal, ich muss da noch was freischalten, dass ich das Deuterium hier hinkriege. Womit ich einkaufen kann. Da hat nämlich hier eine Karte, die habe ich verkauft. Oder drei Karten insgesamt, die habe ich verkauft. Das Geld gehabt, wollte dann was einkaufen gehen. Aber nee, geht nicht. Habe mich schon so gefreut, dass ich hier 342 Deuterium habe. Weil das ist schon richtig gut. Aber ich kann damit nichts machen. Nichts einkaufen. Wenn ich hier auf 50 gehe. Ich habe jetzt noch 25% Rabatt gerade. Möchte ich kaufen? Kaufen? Dann sagt er, kaufen Sie Deuterium.
Oder wechseln sie Tritium gegen Deuterium? Na, verspeist nicht. Das war der Shop. Haben wir jetzt hier noch ein Auktionshaus? Das muss ich allerdings erst noch erforschen, indem ich hier unten das mache. Tritium Account. Auktion, nicht Account. Tritium Auktion. Okay. Das war das Dingens. Jetzt gehen wir weiter hier zu den Erfindungen, wo ich gerade schon drin war. Bei den Erfindungen ist es ein bisschen komisch, finde ich. Weil die sind hier alle mit dem blauen Strich verbunden, aber irgendwie hat das mit dem blauen Strich nichts miteinander irgendwie zu tun. Weil ich habe ja hier einen blauen Strich. Dann müsste ich ja von denen eins nach denen auch erforschen können. Aber das geht nur, wenn ich den Konstruktion Linie 2 habe. Okay, das ist der, wenn er voll ist. Dann kann ich recyceln. Okay, das geht ja doch. Aber zum Beispiel den hier. Die Tritium-Auktion. Das geht nur, wenn ich den Kapitän Master habe. Kapitän Mastery. Und der ist nicht da. Der ist nämlich... Hier. Das ist der Kapitän Mastery. Ich muss den nämlich freischalten, damit ich den machen kann. Also warum ist der hier verbunden? Das verstehe ich nicht. Das sind noch so ein paar andere Sachen. Wenn ihr das Spiel seht, spielt, dann könnt ihr euch selber mal durchfuchsen. Und dann würdet ihr selber sehen. Zum Beispiel, ich kann den hier schon machen, obwohl ich den noch nicht mal erfunden habe. Auch komisch. Okay, das hier unten sind Zusatzsachen, das ist klar. Ja. Na gut. Das war jetzt zur Erfindung. Hier haben wir jetzt... Der mich angegriffen hat, der Pirat. Fraktion Pirat, verfeindet mit allen, die es überhaupt gibt. Befreundet mit niemanden. Außer mit eigenen Piraten. Ich wollte denen eine Freundschaftsanfrage schicken. Hat nicht geklappt, weil der mit mir nicht in einer Allianz ist. Also sprich, ich bin ja Kämpfer. Ich könnte nur eine Freundschaftsanfrage an Arbeiter schicken. Oder an Kämpfer. So, da kann ich mich noch mal informieren, wie stark der ist. War was da? Nee. Das? Nee, das war ich und er. Auf jeden Fall, der hat 4 Schiffe und... Ja. Vollstabfrage geht nicht. So, hier ist die Raid. Ich glaube, da brauche ich die Leute für. Denke ich mal, weil hier das Bild ist. Dann muss ich den hinschicken, dann werde ich die Raid machen. Bestimmt nicht selber, sondern nur hier per Timer wird der Computer wahrscheinlich für mich machen. Das will sie nicht. Mission. Ich habe noch keine Allianzen. Ich bin in keiner Allianz. Ich bin mit keiner befreundet. Fraktion. Das war das, was ich vorhin gezeigt habe. Allerdings, hier kannst du die Fraktion ändern und konntest du dir nur anschauen. Wenn ich eine Fraktion ändern will, sag mal jetzt, ich möchte hier den haben. Dann gehe ich hier auf Change, Fraktion Change. Das ist jetzt die Kaufmannsfraktion, die ich eigentlich am liebsten nehmen würde, weil ich handel immer gerne. Na, sagen wir mal, ich möchte die nehmen, dann müsste ich 1000 Deuterium bezahlen. Das wären 20 Euro, um Fraktionwechsel zu haben. Außer wenn ich mir natürlich alles freispiele. Also per Quest immer diese Deuterium kriege. Aber das würde auch ziemlich lang dauern. Weil man kriegt meistens nur so 50 für eine Quest. Freunde habe ich auch keine. Gut, das war jetzt das hier. Jetzt E-Mail-Fach. E-Mail-Fach, klar, kennt jeder. Aus dem eigenen E-Mail-Fach. Brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Hier kannst du mal einen Support hinschreiben. So, und dann haben wir das hier, das ist die Rangliste, ich bin auf 8636 mit alles zusammen, das ist alles zusammen, bin ich 4368,
bin in keinem Clan. Meine Koordinaten sind hier. Wen das interessiert, wer mich kaputt machen will, zack, kann mich da angreifen. Aber ich wandere zur Zeit wieder. Ich habe nämlich jetzt die Fähigkeit, dass ich meinen Asteroid bewegen kann. Okay, hier Kapitänlevel. Welcher Rang? 4236. Wir können mal den ersten anschauen. Der hat Kapitänlevel 300. Ich denke mal, das ist das höchste überhaupt. Ja. Arena. Da bin ich 3899. 84 gewonnene Kämpfe. Oh, ich bin sogar der erste von den 84 gewonnenen Kämpfen. Yeah. Bin ich gut. Sind aber viele mit 84. Fast zwei Seiten. So, Lords. Da habe ich 0. Keine Ahnung, was das ist. Alien-Basis zerstört, habe ich auch noch keine. Ich denke mal, es sind alles später Missionen, die ich dann kriege. Dann haben wir hier. Und da wurde ich angegriffen. Und hier habe ich einen verloren. Das habe ich gewonnen. Out of Radar. Range. Okay. Remove. Na dann. Ich war so weit weg. Hätte ich wahrscheinlich noch dabei sein müssen, wenn ich das gemacht habe. Okay, dann geht's hier unten weiter. Das ist jetzt deine Energie. Immer ganz wichtig. Wenn du keine Energie hast, kannst du nichts bestellen oder auch nichts bauen. Daneben haben wir die Worker. Die sind ganz wichtig, um Gebäude zu bauen oder aufzuwerten. Also sprich von Level 1 auf Level 2, von Level 2 auf 3 und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt hier upgraden möchte, brauche ich 20 Worker, 200 Mini-Mikrochips, 15 Energie, 2800 Erze und 1400 Credits. Dann haben wir mal die hier, die sind für Forschung von Asteroiden. Und die habe ich noch nicht, aber ich denke mal, das ist hier für die Rays und wenn ich andere Asteroiden besiedeln möchte. Ich kann bis zu 5 weitere Asteroiden besiedeln. Asteroiden. Das ist mein Erz, mein Kristall. Das baue ich hier ab mit diesen hier, mit den Minen. Dann habe ich hier die Mikrochips. Die Mikrochips stelle ich hier in der Nano-Fabrik hier unten. Allerdings erst ab Level 4. Ist Level 4, kann ich jetzt gerade erst herstellen. Und hier kann ich auch die Mini-Robots erstellen. Die reparieren mein Schiff und meine Basis. Schiff hat gerade 307 Mini-Robots. Basis ist kaputt. So sieht's kaputt aus. Wie kann ich es reparieren? Voilà. Reparieren. Ah, so geht's reparieren. 10 Minuten. Gut, dann wird's jetzt repariert. Okay, gehen wir zurück zur Basis. So. Also, hier kann man Dingens herstellen, da habe ich mir schon ein paar Leute bestellt. Kurz vor der Aufnahme. Müsste gleich fertig sein. Sieht man ja hier in Gamebiken. Hier kannst halt diese Mikrochips bestellen und die Mini-Robots, die du zum Reparieren brauchst. Hier kannst du Laser herstellen für deine Bewaffnung. Also jetzt kommen vier Sachen, womit dein Flieger und deine Basis ausrüsten kann. Erstens hier mit Laser, mit Drohnen, mit Konstrukten und mit Raketen. Also die vier sind fürs Bewaffnen deinen Flieger und deiner Basis.
Was gibt's denn noch hier zu erzählen? Hier unten haben wir deinen Kapitän. Ich weiß nicht, warum da noch rot blinkt. Der ist auch schon heile. Keine Ahnung. Ich kann noch ein bisschen aufwerten, der ist noch nicht ganz voll. Zum Beispiel den hier. Kann ich so rüberziehen auf R. Wupp, war voll. Da ist noch rot. Ach ne, den haben wir ja schon drin. War noch was hier? Rotes? Ne. Dann nehmen wir halt nochmal was. Pinkisch. Das hier. Wupp. Alles rein, bis nicht mehr passt. Fertig. So. Jetzt müsste er auch zufrieden sein, mein Kapitänos. Ja. Ne, immer noch nicht zufrieden. Okay. In 24 Stunden erst? Wann sind die vorbei? Na, egal. Jo, also. Und dann sage ich mal, was man eigentlich am Anfang unbedingt braucht. Und das erste, was man sich bauen sollte, wäre, ja, die Cyborg-Fabrik. Damit kannst du ja gleich Worker herstellen, 25 ungefähr. Waren bei Level 1. Und danach würde ich mir eine Mine erstellen. Und dann die ganze Zeit minen, bis du Strom brauchst. Strom kriegst du hier. Mit dem Powerplant. Plant, Powerplant. Ja. Also, wichtigste das hier. Erze, Strom und dann das hier, um dein Raumschiff und um deine Basis zu reparieren. Musst du mal darauf achten, dass du hier genug Mini-Robots hast, nicht so wie ich. Ah, jetzt habe ich 375 bestellt. Oh. Oh, da kriege ich Arbeiter, Erze und 500. Eine Quest fertig. Genau, und das hier, da siehst du deine kleinen Queste, die du machen kannst. Am Anfang habe ich mich immer daran gehalten, von wegen bau das Gebäude, erfinde das. Irgendwann hatte ich kein Erz mehr gehabt, da hat alles so lange gedauert, da habe ich mir gedacht, scheißegal, ich gehe nicht mal hier nach der Liste. Ich baue jetzt einfach so, wie ich es denke, und wenn ich was fertig habe, leuchtet das ja hier auf. Und dann kann ich die ja hier abgeben. So mache ich das zurzeit. In 17 Minuten ist hier noch eine Quest fertig. Schön. So, ich habe meine Basis ein bisschen umgebaut im Gegensatz zum ersten Mal. Das geht auch ganz einfach. Du klickst hier ein Gebäude an und sagst hier auf Move. Dann nimmst du davon ein und sagst zum Beispiel dahin, dahin, wie auch immer. Ich will das jetzt nicht machen. Ich habe nur noch 9 Deuterium. Vielleicht brauche ich die später nochmal. Weil manchmal gibt es da so Queste. Von wegen, gib mir 100 Deuterium, dann kriegst du 200 Deuterium. Und auf solche Queste warte ich. Vielleicht gibt es ja einen mit 9. Da gibt es zum Beispiel Deuterium. Wenn ich hier was mein Dingens zu diese Koordinaten hinbringe. Wie das genau geht, weiß ich noch nicht. Das werde ich mal früh mir mal anschauen. Ausprobieren. Und ja, dann war das, glaube ich, hierzu. Hier unten kannst du noch bauen. Die habe ich alle. Das ist Mine. Powerplants ist halt Strom. Arsenal ist für Waffen und für Erze. Astromarkt ist dein Auktionshaus. Und da kann ich nicht raufgehen auf dieses Zeichen Auktionshaus, aber wenn ich auf den Astromarkt gehe, dann kann ich den Markt öffnen, schauen, was da ist. Okay, meine Sternbasis ist kaputt. Ich kann jetzt nichts machen. Ich muss erst reparieren. Und das dauert noch ein bisschen.
Okay, dann kannst du hier auf den Markt gehen und dann sich in einen kleinen Radius. Der Radius ist hier drinne. Der soll weg, den mag ich nicht. Der hat mich angegriffen. Na egal. Böser Mann. Gehen wir zurück zur Basis. Auf jeden Fall hier bauen. Und Astromarkt war halt zum Bestellen. Tesch. Warhouse ist, du kannst hier deine Mikroroboter, Mikrochips sammeln und deine Mini-Roboter. Allerdings hast du, wenn du das hast, dann hast du sowieso schon einen kleinen Speicher von 750 von beiden jeweils. Kannst da immer behalten und in der Hauptbasis kannst du 1125 und 750 speichern. Und in der Basis, da kannst du auch nochmal speichern. 11.225. Also daher braucht man normalerweise die beiden Lager nicht, den nicht, weil die haben auch einen eigenen Speicher, genau. Auch in der Hauptzentrale ist ein Speicher drin für die Erze. Können wir auch nochmal schauen. 6.500. Und Waffe passt in 50 rein. Hier. Die haben, glaube ich, auch ein Waffenlager von 20. Auch 20. Klicke ich mal so weiter. 20, 20, 20. Also die vier Waffenlager haben auch 20er Lager. Ja, also brauchst du nicht wirklich. Gut. Ich kann 900 lagern. 409 habe ich. Und wie viel passen in den Lager rein? Ne, ist das falsch Lager. Da. 50. Super. Hat sich ja voll gelohnt. Unter der Sternbasis passen auch noch Waffen rein. Okay. Das war's zum Bauen von den Ressourcen. Produktion, Cyborg wichtig, Nano wichtig. Die sind erstmal nicht wichtig, habe ich trotzdem schon gebaut. Weil ich ja am Anfang nach der Quest immer gegangen bin. Und hier, das Labor ist für mich ganz wichtig, das ist für die Erfindung. Akademie ist, damit du schneller Cyborgs baust. Oder, ja, kaufen tust, wollte ich gerade sagen. Dass du die Cyborgs schneller baust. Das ist die Verteidigung und das ist irgendwas anderes. Was war das, die Verteidigung? Okay. Und das war, das ist die Verteidigung, genau. Und das andere war für die Sternbasis. Okay, dann sind wir jetzt aber hiermit fertig. Hier kannst du aber ranzoomen, wegzoomen. War sonst noch was? Hier ist der Chat, kannst du runterziehen. Knopf gedrückt lassen, runterziehen, reinschreiben. Hallo. Ich habe das A weggemacht. Egal. Hallo. Okay. Dann gehen wir jetzt mal rüber auf die Arena. Wenn du unter Level 6 bist, dann brauchst du diese blauen hier nicht anklicken, weil da musst du Level 6 für sein. Ich bin Level 6, ich könnte das machen. Aber jetzt nicht. Das zeige ich euch dann morgen, wenn die Sternbasis repariert ist. Wenn du unter Level 6 bist, dann musst du immer hier in der Mitte gehen, anklicken, kannst du auf Other Games drücken, kannst auswählen, ob du gegen andere Lords kämpfen willst, gegen Aliens oder nur im Training. Und das ist immer das Geld, was du dafür kriegst, wenn du die Runde gewinnst. 700 kannst du auf 300 machen. Ich kämpfe meistens mit 700. Gib mir Asche. Bei Deathmatch kriege ich zum Beispiel gar nichts. Und mehr geht auch nicht hier beim Aliens-Kampf. Bei Astrolords gibt es ein bisschen mehr. Hier gibt es das Team Deathmatch Reaper. Keine Ahnung, noch nie gespielt.
Das Random habe ich auch noch nie gespielt. Kannst du einmal 700, 300 gewinnen. Das ist irgendwie immer 700 und 300. Ein Duell kannst du nichts gewinnen. Deathmatch 700, 300. Und ein Team Deathmatch 700, 300. Und dann sind wir wieder beim ersten. Da kannst du dich austoben, wenn du unter Level 6 bist. Das war schon hierzu. Dann aber hier noch Sternbasis. Klicken wir hier mal auf Kapitän. Den kann man zum Training schicken. Allerdings kostet das auch Deuterium. Also das billigste. 15 Deuterium für 10 Minuten. Dann kriegst du 320 Sterne. Also EPs. Klicke mal hier auf dem Schiff drauf. Dann kannst du hier Ship equippen. Das macht dann automatisch. Sucht sich ein paar Sachen raus, knallt er hier rein. Kann ich mal kurz zeigen. Alles raus. Und dann muss ich jetzt gleich nur noch mal kurz rausgehen und wieder reingehen. Weil der zeigt das hier nicht an, dass ich es equippen kann. So, gehen wir kurz hier auf der Basis. Und wir ist auf Sternbasis zurück. Schiff. Hä? Normal müsste das hier jetzt so stehen. Egal. Und bei Reparieren setzt halt deine Mini-Robots hier rein. Du kannst 225 brauche ich. Ist halt mein Leben. Und ich kann nochmal 495 lagern. Also mit mir ein Raumschiff rumschleppen, falls ich beschossen werde. Dass sich das auch im nächsten Kampf wieder repariert. Dann kann ich hier Kapitäne einbauen. Habe ich keine. Artefakte reinsetzen, habe ich auch keine. Runen habe ich auch keine mehr. Und bei Defensiv Kanone repariert. Schick. Offiziere habe ich keine. Artefakte habe ich keine. Und hier habe ich eine Karte reingesetzt. Ja. Aber wie kriege ich... Ah, da ist das. 30 Sekunden dauert das, um meine Basis wieder aktiv zu machen. Gut, dann gehen wir nochmal schnell auf Kapitän. Chip. Knallen hier die Sachen alle rein, die ich habe. Zack, alles. Oh, da ist er schon fast voll. Na egal. Dann nehmen wir hier nochmal Drohnen. Die sind ganz wichtig. Gerüste sind auch ganz wichtig. Da baut er sich ja so ein Schutzschild vor. Und. Oh. Laser. Nein, ich brauche kein Laser. So. Du selber kannst herstellen. Die blauen, orangen und roten. Die lilanen musst du alle selber kaufen. Oder durch Queste bekommen. Ja, das wäre dann eigentlich alles hier. Meine Basis ist wieder bereit. Hier kann ich ja jetzt auch mal kurz in den Markt reingehen. Vielleicht gibt es da was Schönes. Markt öffnen. Da ist der Markt. Hier kann ich Laser kaufen. Das ist, glaube ich, ein Konstrukt war das. Und diese Mini-Robots. Mehr sind bei mir nicht in der Nähe. Halt, wenn ich den Marktausbau hier upgrade, wird immer größer die Reichweite. Und umso mehr Sachen kann ich dann natürlich kaufen. Logisch. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Da haben wir mich. Da haben wir ein Asteroid. Da haben wir Leon. Ein Spieler. Da mein unidentifiziertes Objekt. Am besten wäre es, wenn wir jetzt da dann hingehen. Zu dem Objekt. Aber wie das geht. Jetzt habe ich dahin auch ein Objekt. Anschauen. Senden.
Ranzoom. Das ist das Objekt. Okay. Ich glaube, das habe ich schon untersucht gehabt. Habe allerdings nichts da herausgefunden. Da. Wie lange dauert das? Eine halbe Stunde. Na gut. Das werdet ihr nicht mehr miterleben, weil ich euch bis dahin abführen will. Kapitäns. Das. Layers. Okay. So, Leute, ich werde mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen oder meine Erklärung zu dem Spiel. Die war bestimmt nicht ganz lückenfrei gewesen. Da waren bestimmt noch ein paar Sachen, zum Beispiel, wie ich den Planeten umbenennen kann, weil der hieß ja bei mir am Anfang auch ganz anders. Allerdings weiß ich das auch nicht mehr so genau, wo das war. Aber ich kann euch noch zeigen, hier vorne kann man sich sein Asteroiden ausbauen. Für richtiges Geld. 20 Euro. Das sind dann ungefähr 200 Euro. Weil 1000, 10.000 Deuterium kosten 120 Euro. Also 20 Euro, 200 Euro. Und das muss man sich irgendwie bestimmt erspielen oder verkaufen. Keine Ahnung. Da habe ich ja noch keine Ahnung von dem Deuterium, wie ist das? Open Auktion, ja, siehste. Ist nur durch Auktionshaus. Jo. Wenn ich nochmal weiß, wo man den Namen ändern kann, dann würde ich euch sagen. Aber jetzt gerade fällt mir es nicht mehr ein. Ich glaube, das war hier irgendwo gewesen. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Ich hoffe, das wird euch nicht stören. Ja. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.